Hallihallo und herzlich willkommen zum dritten Spieltag, zum dritten Spiel des 18. Spieltags, meine ich. Genau, zum einen Sonntagsspiel. Genau, am Anfang wollte ich sagen, nicht wundern, wir haben auch so gesehen, bei denen beim letzten Spiel Auswärts- und Heim-Auswärts-Team vertauscht, aber das soll jetzt nicht. Ja, das werden wir jetzt ändern. Genau, das werden wir ab der nächsten Folge ändern wir das. No, beziehungsweise nächsten Spieltag, was dann ja dann nächste Woche. Dienstag, Montag, Dienstag, nee. Ich glaube, das Spiel ist Dienstag, also kommt der Montag raus oder andersrum oder. Auf jeden Fall ist es nicht, ist es nur 2-3 Tage. Oh, fuck, ey. Achso. Und trotzdem geschossen. Auf jeden Fall ist es nicht mehr lang bis dahin hin. Weil der nächste Spieltag ist nämlich direkt, glaube ich, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag oder so. Aber es werden zwei, die ja sehen und auf orakel.tinyudea.tv, der Engineer-Frisur. Könnt ihr auch alles nachlesen. Genau. Was ist denn mit dem hier hinten? Der steht gar keiner. Nö. Übrigens ist uns aufgefallen, bei der Aufstellung, dass Augsburg wie ein Zelt aufgebaut ist. Von der Aufstellung her. Plus Mittelstürmer, plus Torwart, aber sonst genau. Ist alles andere wie ein Zelt aufgebaut. Bitte ein Bild. Ja, man ist so gut angetreten, muss man einfach mal zugeben. Ich weiß gar nicht, wie man hier Hitz hat es nicht mal Zorb bei Comunio. Ja, übrigens, Comunio ist auch eine sehr schöne Seite. Ja, die 1980 gedingst wurde. Halli-Lalli-Lop. Halli-Lalli-Lop, der ist auch cool, den habe ich auf jeden Fall bei mir mit Comunio-Team. Genau, den Hitz hatte ich ja damals verkauft für, glaube ich, einen anderen Torwart. Nee, weiß ich gar nicht mehr. Hab's vergessen. Chadai! Passt doch, wenn ich passend drücke, Mr. Spieler. Ey! Das gibt's doch nicht. Das ist mit einer unter Klatze. Oh! Das könnte was werden. Das sieht gut aus. Ah, das kann nicht wahr sein. Nein! Oh! Oh. Baumann. Baumann. Mit seiner schicken Haarfrisur. Ja. Hier geht's gleich ganz gut zur Sache. Eine Mannschaft. Hier geht's auch gleich ganz gut zur Sache. Okay. Richtig. Ah, es war kein guter Sprint. Rudi, der hätte ein bisschen Backup geben müssen. Rudi übrigens ein sehr starker Spieler, wie ich das mitbekommen habe. Also ein Real, es ist... Das kann nicht wahr sein, ey. Da geht doch kein Pass durch. Und er kommt durch. Oh! Hitz hält. Hitz hält das Ding. Und rüber zur langen Ecke. Kann man eventuell auch nochmal sagen, für alle Leute, die es interessiert, warum wir das Spiel zum Sonntag spielen. Beziehungsweise das jeweilige andere Spiel zum Freitag gespielt haben. Der ist schön durchgekommen. Genau, falls ihr nicht zuhören oder lesen wollt, dann geht ihr wie gesagt auf orakel.tinyudea.tv.de, also von der Homepage auch verlinkt im Kanal. Das kann nicht wahr sein. Hey, so, bitte, ein Bit. Da ist die Chance. Oh! Oh, oh, Baba. Oder nur erzählt gleich mal. Baba soll ja vielleicht zu Dortmund, habe ich das richtig gehört? War noch Gerüchte. Jetzt im jetzigen Zeitpunkt. Natürlich zu irgendeinem Zeitpunkt wisst ihr das. Genau. Beziehungsweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme. Der Ball kommt in die Mitte. Oh, das so dachte ich jetzt, geht rein. Da ist der Touri-Tipp ein bisschen weit hinten gewesen. Hattest du einen, den du eingewechselt hast? No, ich habe übrigens Juricic eingewechselt, bei der Mölders im Sturm stand und laut PES der schlechteste Spieler war. Also beziehungsweise der schlechteste Stürmer. Selbst Reserve-Stürmer sind besser als Mölders. Aber was ich auch gehört habe, die Werte zählen nicht so. Also bei PES ist diese, auch wenn du Mannschaftswert hast, zum Beispiel von, sag mal, was weiß ich, 90, ja. Heißt das nicht so viel? Die Einzelwerte zählen nämlich mehr, auch von den Spielern. Ein Spieler mit 70 Wert kann besser sein als einer mit 75. In manchen Hinsichten schon, ja. Oh! Weil der kann ja zum Beispiel total solchen Stürmer. Wenn sich jetzt schon mal ganz schlecht ist in ganz starkes in Schießen, gell? Also ich will in Sprinten und Pace und so schlecht, dann hat er ja insgesamt niedrigeren Wert, aber ist vielleicht der bessere
hängt die Spitze der Mittelstürmer, weil er einfach nur einen Pass kriegt und in echt einfach nur drauf schießen muss. Das kann nicht wahr sein, ey. Da hängt er so fest. Oh, Halli. Halli Lalli. Das sind echt auch mal gar nicht so schlecht. Das stimmt. Achso, was ich sagen wollte, warum wir manche Spiele spielen. Wir haben uns nämlich damals gedacht, um genau zu sein, wahrscheinlich diese Woche Sonntag. Also ungefähr vor einer Woche, wenn mich alles täuscht. Oh! Das kann nicht wahr sein, ey, das... Nee, nee. Was war das denn hier? Ui! Firmino. Firmino, ey. Der viel zitierte Kopfball. Aber du wolltest erzählen? Ich wollte erzählen, warum wir manche Spiele spielen. Und also zwar... haben wir uns gesagt, dass wir spielen ja ab dem 20. Spieltag erste und zweite Liga. Erste und zweite Liga, und wir haben uns gedacht, wir spielen jedes Dortmund-Spiel und jedes RB Leipzig-Spiel. Plus die zwei Top-Spiele halt immer. Plus die zwei Top-Spiele an den jeweils anderen Tagen. Heißt, das Montagsspiel in der zweiten Liga wird immer gezeigt. Genau. Dann Samstag und Sonntag halt jeweils RB Leipzig oder Dortmund, oder RB Leipzig kann ja auch Freitag spielen, nee, Montag spielen und Dortmund auf Freitag. Genau. Und dann suchen wir uns aus den jeweils anderen Spieltagen jeweils die Top-Begegnung aus. Top-Begegnung heißt so viel wie nicht unbedingt Bayern gegen, weil wir uns überlegt haben, Bayern ist halt auch immer so eine Sache. Die gewinnen eh immer, da brauchen wir nicht unbedingt Orakel. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Da fasst sich ein Kopf, FC Augsburg, Juricic. FC Augsburg, fasst sich ein Kopf. Gar nicht so schlecht. Das kann so genau, sondern einfach so wie, das ist ein grüner. Was halt so von den oberen Teams wäre, als wenn ich jetzt Bayern gegen Hertha macht keinen Sinn. Aber wenn dann halt dann... Zweite Liga. Nee. Was nicht? Die sind halt Vorletzter oder Letzter. Halt einfach nur. Achso. Aber halt, zum Beispiel, wenn jetzt spielen würde Bayern gegen Hertha, Bayern ist zwar Erster, macht keinen Sinn. Wenn aber spielen würde Leverkusen gegen Wolfsburg, ist natürlich klar, dass wir dann Leverkusen gegen Wolfsburg spielen, wenn du das verstehst. Genau. Weil die halt spannender sind. Also an dem jetzigen Spieltag spielt ja morgen Augsburg, also das Spiel, was wir gerade orakeln, plus, ich glaube Bremen gegen eine Mannschaft, die relativ, das kann nicht wahr sein, ey. Chalai. Das kann nicht wahrstellen. Ja, auf jeden Fall spielt er noch eine andere Begegnung, wo Werder Bremen ist gegen eine andere Mannschaft. Selbst wenn eine Mannschaft zum Beispiel Bayern gegen Bremen spielen würde, wäre es für uns nicht so spannend wie zum Beispiel so wie Augsburg gegen Hoffenheim, so 6er gegen 8er zum letzten Zeit. Nee, Hoffenheim, Augsburg ist glaube ich sogar 3er oder 4er. Ja, zum Beispiel. Ist halt in der Liga höher gesehen. Und deswegen für uns spannend. Genau, wenn das sich versteht, wie gesagt, geht auf der Homepage, ist alles verlinkt. Genau. So, schon 2-0 für Hoffenheim. Das in echt sein wird, man weiß es nicht. Und damit steht es 2-0. Komfortabler Vorsprung. Eigentlich muss das reichen, um am Ende den Sieg einzufahren. Na komm, Juricic. Extra Juricic eingewechselt, bisher nur einmal an den Kopf gegriffen. Tipico, die Sportwelt im Internet. Mit Oli Kahn. Die Werbung. Beste Werbung, die man gesehen hat. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Der Baumann. Aber wir könnten mal auf rocketbeans.tv gehen und mal gucken. Und da mal gucken. Wenn der keine Werbung macht, aber da immer. Wer immer. Ja, oh, Bobadilla ist für ein außer Booster. Oh, nee. Ich habe übrigens das Gefühl, dass Kopfbälle... müsste das nicht eckig geben? Ja. Siehst du? Hätte ich nicht gewusst. Hätte ich gedacht, wenn ich jetzt. Schon wieder Bobadilla. Oh, wo schießt denn der hin? Er schießt in die Halbzeit. Er schießt in die Halbzeit. 2-0. Oh, hier sehen wir. 6-2 Torschüsse. Naja. Bei Augsburg nicht so stark zur Zeit.
wir haben ja auch mal, wir haben ja auch zufällige Form eingestellt. Außerdem. Wir halten echt, also wir machen das nicht bei PS-Turnieren, ist ja völlig richtig. Das ist dann halt nicht zufällige Form, weil da geht es ja nicht nach Orakeln, sondern geht halt, wer besser spielt. Aber ich meine, wenn echt halt solche Neuer oder so scheiße drauf ist und man absolut Kacktag hat, dann hält er halt nicht wie die Nummer 1. Oder wenn, was weiß ich, Robben absolut Kacke drauf ist, trifft halt und nicht. Jeden Schuss, wie nicht. Ja, zwar jeden zweiten, aber das macht ja nichts. So zum Beispiel jetzt, waren zwar zwei Bayern-Beispiele, aber die sind halt, kann man halt so als in der Bundesliga als Beispiel nehmen, weil die halt die besten sind. Oh, oh, das kann doch nicht wahr sein, wie sich schießt der da daneben, ey. Turicic. Oh, das war, hast du nicht da unten gezielt oder einfach nur gerade? Hab ich. Ach so. Ja. Und der mit der coolen Haarfrisur. Oh, 8-7 Torschüsse, da ist jetzt doch schon ganz schön gebessert. Ja, okay. Augsburg in der zweiten Hälfte. Besser, dominanter, würde wohl Fuß sagen. Aber trotzdem nicht so torgefährlich wie ein Hoffenheim-Mannschaft. Hits. Ey, der rückt zu Recht aus. Das stimmt. Nur den. Oh, der war aber. Der war aber auch gut. Der wäre sogar reingegangen. Echt? Ja, lass da rein wahrscheinlich. Hallilalilo. Hallilalilo. So, mal sehen, was sie daraus machen. Oh. Oh. Was war das denn? Da freut sich Rudi. Ach du Scheiße. Oh, hier. Ey, Rudi. Was denn mit dem Rudi los? Ja, gell? Rudi, ja, jetzt weg, Pille, Scheiße, ja, kotzt mich an. Was war das denn für ein... Gucken wir uns mal an. Rudi freut sich. Die Kommentatoren sagen wahrscheinlich gerade, weil die Abwehr zu dicht gestaffelt war. Das kann durchaus. Und der sieht das dann halt nicht. Sieht man gleich wieder dunkel. Guck mal, jetzt nämlich alles dicht. Und dann schießt er einfach gerade durch und Titz hält ihn einfach nicht. Das hätte ich gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Eigentlich ein relativ, sagen wir mal, schwacher Schuss. Auf Nähe Torwart. Nicht mal abgefälscht, nee. Aber da kommt der Hitz nicht mehr dran. Nee, da kommt er nicht mehr dran. Ja, der Hitz ist, hat wahrscheinlich nicht so Bombe-Tag. Wahrscheinlich. Aber also, was macht man auch mit einem Torwart, der nicht so seinen Tag hat? Also, die BS-Kommentation wird nicht sagen, der Spielstand spiegelt nicht das Spiel wieder, muss man sagen. Ich glaube, verdient wäre 1-0 gewesen, vielleicht 2-0 höchstens, aber... Ruhe. Also bei den Chancen... Mit der Haarfrisur. Also 3-0 ist ganz schön zu viel für den Spielverlauf, muss ich sagen. Das stimmt. Oh, das war hoch. Wer war denn das? Sehen wir gleich. Kalzenpracker. Kalzenpracker. Da steht der oben komplett frei. Und er presst daneben. Oh, was war das denn? Bobadilla. Na komm. Turicic. Mittelstürmer vom Z. Natürlich auch im Mittelfeld vertreten. Der Rudi ist halt, hat glaube ich roten Pfeil nach oben gehabt. Ja, man merkt. Rudi ist... Der macht sein Zeug. Wenn Rudi im Originalspiel auch so spielt, das kann nicht sein. Oh! Sparkas Heidelberg. Warum auch Heidelberg und nicht Hoffenheim? Aber es macht nichts. Ja, weiß ich doch nicht. Hoffenheim ist ein Dorf. Gefühlt schon, ja. Oh, der Hitz! Jetzt hier auch nochmal. Habt ihr den gesehen? Das war, glaube ich, auch nicht so gewollt. Aber das ist halt PS, muss man sagen. Das ist halt nicht so geskriptet alles, wisst ihr? Da kann irgendwas was passieren. Dass er halt hüpft und dann doch noch einen Arm rausstreckt. Das finde ich halt mega cool im PS. Dass er halt hüpft und einen Arm rausstreckt. Na halt, nochmal woanders hinstreckt. Weil normalerweise ist er halt da reingegangen. Das stimmt. Und normalerweise kennt man die Torhüter, sind ja immer so geskriptet. Aber PS hat das richtig gut gemacht mit den Torhütern. Dieses Jahr. Das stimmt. Also all die sagen, die 2014 kacke fanden, das hat nichts mehr mit denen hier zu tun. Absolut gar nichts mehr, sind ja auch andere Leute am Werk. Oh, der Fischer war los, Papa. Oh, Papa. Die muss in Dortmund haben wollte. Sag ich es einfach mal. Oder hat. Der Halli.
und er spielt den Ball hoch rein. Oh, das war, da gibt's Ecke. Nee, da darf da eigentlich keine Ecke geben. Nee. Nee. Dass der an den Kopfball noch gekommen ist, wundert mich eben. Nee, wer war das? Ringe kommt erstmal Werner raus. Doch, Werner, der hat doch gut gespielt. Ey, die da vorne, die spielen aber auch gut zusammen. Rudi und der Dunkle. Ich weiß nicht, wie er heißt. Halil. Nicht App. Der Halli, der ist auch gut. Das ist, der kommt nicht mal die Flanke durch. Hoffenheim heute mit unfassbarer Motivation nach der Winterpause. Ja. Augsburg schläft noch ein bisschen. Das gibt's nicht. Ey, Rudi holt auch jeden Ball wieder, muss man sagen. Schalai. Hä? Der wird wieder Vorteil nicht. Das ist halt das am PS. Das einzige. Oh, gelb-rot. Gelb-rot, ey. Gelb-rot. Das ist der einzige Kritikpunkt an PS noch. Die haben das mit den faulen Updates noch nicht so richtig hin. Weil der wäre hundertprozentig Vorteil, weil ich wäre ja durch gewesen jetzt. Das ist richtig, man hätte auch, also es gibt ja bei PS, wenn dass wenn man fault und es weitergeht, wird danach die Karte dann noch gezeigt. Genau, aber bei dem könnte man eventuell wirklich Vorteil geschaffen haben. Oh. Der Schiri, wie er da steht, wie eine Ehen. Lotto. Mit Schuhen im Hintergrund. Ja, gibt ja Lotto Fußballschuhe. Er läuft da sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Na fuck, ich hätte ja gar keinen. Er hat auch seinen Stürmern gesagt, wenn der Gegner den Ball hat, dann seid ihr meine ersten. Hey, defensiv, wie schätzt ihn defensiv ein? Dann, ja, geht doch. Machen wir mal offensiv hier. Damit ein bisschen was kommt und direkt gegen Tor wahrscheinlich. Oh! Also das ist jetzt wieder von der Flanke. Wieso steht denn schon wieder alleine? Also Augsburg ist echt hoch, Hoffenheim ist echt hoch motiviert, muss man sagen. Ja, die wollen noch was machen. Oh, Rudi raus. Rudi raus. Da kommt Rudi. Die wollen Bayern noch angreifen oder was? Oh. Sehr gleich. Der Ball kommt durch. Hütz. Einen Moment bitte, liebe Leute. Meine Tür klingelt. Ich mach noch den Angriff fertig und dann. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Wir wissen ja eh, wie es ausgeht. Ihr hört wahrscheinlich die Klingel. Ich hoffe nicht. Versucht die Gasse zu finden. Oh. So einen Moment. Oh, der Novo. So, bei sich hier raus ist. So, liebe Zuschauer, hat Novo nicht Abschluss? Ach, hier unten. Hier unten geht das bei dir. Ja. Machen wir mal hier Abstoß. Bei mir geht das oben. Also so richtig, dass oben geht, aber so geht das bitte unten. Wie unten? Ja, du steuerst den Tor mit unten mit dem Stick. Ich steuere immer unten mit dem Stick. Da fehlt es aber schon wieder an. Ja, ja, die Stürmer sind nicht so. Ey, was ist denn da los bei Hoffenheim? Hoffenheim? Das, da kommt eh ein Abschluss vom Tor, da steht die alleine vorne. Das heißt es. 240 Sekunden immerhin. Zwei. Oh. Einen Moment bitte, liebe Zuschauer. Sag mal trotzdem, ihr wisst eh, wie es ausgeht. Das ist eine chaotische Folge. Den Ball 240 Sekunden Nachspielzeit. Genau. Kommt der Pass. Das sieht gut aus. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Oh! Das gibt's nicht. Mhm. Ab in. Ich hab euch geschafft. Schnell, ich schaffe oben zu sein. Da habt ihr es gehört. Oh. Liebe Zuschauer. 27. 55 Sekunden. Millisekunden. Falls euch das mal interessieren wollte, wie schnell es Larissa geschafft hat. Von unten bis hier oben. Oh, der wird abgepfiffen. Gut, dann. 27 Sekunden und ein paar 10 Sekunden. So, dann damit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.